Ich habe laufen. Ich bin ein Zehnmal. Hallo, Kumpel. Wie wär's mit einem Plausch? Wachstums, Wachstums da. Wundersames Wachstums, Alex hier. Das kostet 1000 Dreamlight. Aua. Warte, was? Benutze wundersames Wachstumselixier, um deine Gießkanne zu verbessern? Wo ist es denn? Da. Benutzen. Sprich mit Merlin. Ja, wo ist denn unser allerliebster Lieblingszauberer? Da. Hier bin ich. Wir müssen da bist du ja. Naturpflege. Bravo, du hast es geschafft. Deine Gießkanne trotz nur so magischer Vitalität. Der letzte Schritt ist simpel. Pflanze die Kugel der Pflege vor die Säule in der sonnigen Ebene in die Erde. Dann sorge dich um sie, bis sie wächst. Dieser Teil bedarf etwas Geduld. Alles dreht sich um die Pflege der Kugel, bis die Funkenmagie zurückkehrt. Ja, cool. Das heißt, wir haben jetzt die Kugel wieder. Pflanze die Orb auf... Ensuring, als ob die es jetzt nicht mehr geschafft haben, die Kugel der Pflege zu übersetzen. An der Säule der sonnigen Ebene. Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hm, wo ist denn die Säule? Hä? Jetzt auf Horry, wo ist die Säule? Elefantenfriedhof? Brunnen? Da hinten kommen wir nicht hin. Ach, da. Samenpflanzen. Und das gießen wir jetzt mit unserer Vitalität Wachstums. Bis sie vollständig wiederhergestellt ist. Das kann einige Tage dauern. Ja, gut. Ja. Aber dann kommen wir an den Punkt, das ist gerade gar nicht weiter hier. Das ist ja uncool. Damit ist mein innerer Monk nicht zufrieden. Wie? Ich muss geduldig sein. Was ist das denn? Was ist das? Oh, wir können jetzt Stoff machen. Okay, also müssen wir warten. Wir sind gezwungen zu warten. Ich sehe hier lauter Sachen rumlaufen. Du wirst nicht glauben, was ich gerade gefunden habe. Ich war am tiefsten Dunkelsten und gefährlichsten Kerker des ganzen Dorfes. Dagobert Ducks Lagerraum. Du hast in Herrn Ducks Lagerraum herumgewühlt? Klingt gruselig, da musste ich eine Menge Zeug eingesammelt haben. Beängstigend? Nein, aufregend. Auf jeden Fall. Und das war es so wert, als ich nach einer kleinen Erkundungstour das hier gefunden habe. Eieiei. Was ist das? Keine Ahnung. Rosemarie? Aber ich glaube, es ist mit dem Netzwerk verbunden, in dem ich festsaß, an der Seite von einem schönen Aufschriftstation Valley Versum. Wenn du sie irgendwo hinstellst und einschaltest, kannst du vielleicht all die anderen Täler besuchen, die ich gesehen habe. Oh, das ist es für den Dings-Modus, für den Multiplayer. Wie kann ich sicher sein, dass... Nun, es gibt nur einen Weg, das sicher zu wissen. Lass dich einmal im Leben darauf ein, einen riesigen Knopf zu drücken, auch wenn du keine Ahnung hast, was er bewirkt. Platziere das Dingsbums einfach irgendwo im Tal und versuche es einzuschalten. Ja, dann lass es mal direkt hier so an die Ecke stellen, wa? Talbesucher. Dann stellen wir es direkt hier hin. Anleitung für den Mehrspielermodus. Kranker Scheiß. Du kannst bis zu 3 Freunde in deinem Tal einladen. Ich habe keine Freunde, die Dreamlight Valley spielen. Manu! Benutze das Valley-Versum, um Besuchercodes zu generieren. Begib dich in dein Tal eines Freundes, in dem du denkst, und dann kannst du pixelige Scherben sammeln, um besondere Gegenstände herzustellen. Gegenstände zum Tauschen abzulegen und in Dagoberts Laden einzukaufen. Ja, wie cool! Wir können jetzt einfach warten, aber ich will das umsetzen. So. Wir stellen das hier hin. Cool. Schön. Sehr schön. Wir müssen einmal kurz ein bisschen Zeug verkaufen gehen. Wir sind arme Mäuse. Das ist nicht mausig.
Die Frage ist halt wirklich, wo setze ich ihr Haus hin? Ich denke mal nachher oben ins vergessene Land. Hallo, Kumpel. Verkaufen. Glänzender Saphir, ja, braucht keiner. Das braucht niemand. Das brauchen wir nicht, das auch nicht, das erst recht nicht. Hier, bitteschön. 4000 gerade mal, das ist ja gar nichts. Das tut ja weh. Hammer. Wir sind Karte, Karte. Gut, hier hat auch eine Aufgabe für uns, ne? Ey! Hallo Betty, ich möchte meinen Freund Mickey zum Essen einladen. Würdest du mir dabei helfen, alles vorzubereiten? Natürlich tun wir das, als ob wir das nicht für Remy gerade auch schon machen. Das wird das beste Abendessen. Ich werde uns eine Bouillabaisse mit frischen Meeresfrüchten zubereiten. Das ist sehr, sehr gut. Das ist ein 5-Sterne-Rezept. Das brauchen wir. Lass uns zum Strand gehen und frische Jakobsmuscheln, Garnelen und Muscheln fangen. bis bald. Wo ist denn die Aufgabe? Da. Zwei Garnelen, sammle Muscheln, sammle Jakobsmuscheln. Was ist denn da der Unterschied? Ist das eine die pinke und das andere die blaue oder? Muschel? Jakobsmuschel, ja, sag ich ja. So. Aufheben. Und dann brauchen wir noch eine blaue. Liegt hier noch eine zufällig? Nee, ne? Karte. Gehen wir einmal darüber. Wir brauchen noch eine blaue Muschel. Wo ist es da? Hammer. Gelten die Muscheln als Meeresfrüchte? Weil wenn ja, dann ist es ja übel simpel. Fisch. Ich verstehe Menschen nicht, die Garnelen mögen. Garnelen sind so nasty. Noch ein Fisch. Wir brauchen aber Garnelen. Ja. Das kann's nicht sein. Das kann es doch wirklich nicht sein. Ich geh weinen. Ich geh weinen. Hallo. Bist in meinem Restaurant immer willkommen. Danke, Remy. Freut mich sehr, aber ich brauche jetzt erstmal zwei Garnelen. Oh, stimmt, die Säule ist ja auch noch nicht repariert. Da erwarten uns ja auch noch Dinge. Muss ich es angeln? Gerade gefangen, Smaragdflasche. Was macht die? Gibt die uns eine Aufgabe? Eine grüne Flasche, etwas leuchtet darin. Benutzen. Smaragdgrüner Splitter. Ja, was können wir mit dem jetzt? Nichts? Das war's? Oh mein Gott. Dieses Spiel macht mich fertig. Es raubt mir meine Nerven.
Wo ist denn das Goofys Stand? Wir müssen die Fische mal direkt verkaufen. Wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Ansehen. So. Den, davon 3 Stück. Das kann raus. Fertig. Garnelen. Es kann doch jetzt nicht so schwer sein, hier Garnelen zu fangen. Die werden einem sonst doch eigentlich hinterhergeworfen. Ja, das war ein bisschen zu schief. Ich wollte jetzt eigentlich nicht in vollen Länge, also in Folgenlänge angeln. Was, warum? Wieso bist du so böse zu mir, Spiel? Wieso tust du mir das an? Ich esse nichts mehr, ne? Oh mein Gott, hat irgendwie, weiß ich nicht, unsere süße Maus 2 Garnelen am Boot oder so? Seezungen und Kabeljau. Eieiei. Die Seezunge würde ich eigentlich ganz gerne behalten. Dann das. Das kann eigentlich weg. Die können weg. Ich habe doch bestimmt irgendwo Steine oder so, ne? Nicht. Nicht, ich habe nicht mal Steine im Inventar. Ja, dann so. Lass da bitte eine Garnele bei sein. Natürlich nicht. Können wir alles direkt weghauen. Weg. Weg. Ja. Haben wir irgendwo eine Schildkröte? Schildkröte. Da hinten leuchtet's. Bitte seine Garnele. Komm sofort her. Cool. Keine Garnele. Ach man. Langsam wird's nervig gerade. Ich habe nichts dabei, was ich essen kann. Ja, die gibt richtig viel. Ja, komm, wir essen den Salat. Egal. Wir sollten uns so Früchtebrot machen für solche Sachen. Das Früchtebrot gibt echt viel. Ey, das kann's nicht angehen. Jetzt habe ich die Alge gegessen, die ich eigentlich einer Schildkröte geben wollte. Hier ist komplett nichts mehr, ne? Ich könnte natürlich auch Blau und Dunst jetzt reinangeln, aber ich glaube, das bringt auch nicht viel.
Was gut ist, wir können halt gerade Geld mit Fischen machen, ne? Das ist ganz praktisch. Es ist ein Scherz. Es ist ein riesiger, ganz großer, überdimensionaler Scherz. So, die Platte werden wir ganz sicher nicht essen. Wir können den Obstsalat noch snacken. Süßi, hallo. Guck mal, ich bin nicht böse. Ich habe nur Maleficent-Flügel. Schau mal. Süß. Was ist das? Motivbeutel. Oh, süß. Königsfisch. Eine Makrele, die in wärmeren Ozeangewässern lebt. Wie viel kriegen wir für den? 700. Das geht tatsächlich. Ja, okay, im Vergleich dazu. Für Kaviar kriegst du 35. Für den 700 ist dann schon ein bisschen mehr wahr. Rote Alge. Kommt in verschiedenen Gewässern des Dreamed Valley vor. Du glaubst nicht, dass du damit deine herrschaftliche Angelroute verbessern könntest. Ich kann was? Ich kann wie bitte? Ich kann wie bitte? Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare. Wie? Stoff neu. Handbuch über die Fischereiausbildung. Du brauchst zwei Schwertfische, fünf Brassen und Heringe für und 5000 Dreamlight. Die wollte ich eigentlich auch bauen. Wie viel kriegen wir denn hin? Handbuch graben, Handbuch sammeln. Lass uns mal ausprobieren und so eins bauen. Was macht das jetzt? Handbuch zum Sammeln. Du brauchst du Hilfe beim Sammeln? Verschenke dieses an einen Dorfbewohner, der das 10. Level hat, um seine Rolle zu ändern. Das ist ein Scherz, oder? Warte mal, wir müssen mal hier kurz ein kleines bisschen reinsortieren. So, das verkaufen wir, das verkaufen wir. Die hauen wir mit raus. Das Handbuch ist die größte Verschwendung meines Lebens. Haben wir keinen Salat hier drinnen liegen? Die Zucchini tun wir hier rein. Die verkaufen wir auch. Warte mal, wir behalten das mal. Das brauchen wir für eine Aufgabe. Das brauchen wir für eine Aufgabe. Das ist das, was wir von Dings bekommen haben, ne? Nehmen wir das mit rüber. Das hatten wir in der anderen Kiste, glaube ich. Übertragen. So, einmal den hier. Einmal den. Dann kann das noch mit rüber. Und die packen wir da auch einfach mit rein. Oh, ist so, wir können die setzen.
Dann verkaufen wir das auf alle Fälle. Hier haben wir jetzt nicht irgendwie großartig was doppelt drin, oder? Na komm, Kohle geht uns auch nicht aus. Hier sind Steine und so wichtig. Davon können wir eigentlich einmal verkaufen. Irgendwas hier doppelt oder so. Wieso bin ich an die denn gerade nicht rangekommen? Ja. Wir brauchen was zu futtern. Ich würde sagen, wir müssen hier noch mehr zu futtern drin haben. Ja, komm, hauen wir alles raus hier. Gut zu behalten. Die kommen mit weg. Haben wir noch Blaubeeren? Dann machen wir die Blaubeeren einmal full. Den Rest nehmen wir dann zum Snacken.